Freunde der Sonne, ich heiße euch herzlich willkommen. Naja, eigentlich heiße ich Kaiser. Haha, am Bubble. Religion, Atheismus, Glauben oder nicht? Das ist hier die eigentliche Frage. Ein Atheist gegen einen Ordensbratan, gegen einen Ordensbruder. Schauen wir mal, was die beiden gegenüber. Schau, super Bewertung. Das freut mich gleich mal, was die dazu sagen. Ich jetzt mal so dreist sein darf: Ein Atheismus ist ja auch ein Glaubenssatz. Aber ich mache in diesem Fall geiles keine Thema, oder? Positive Behauptung. Und ja. Gläubige. Die bringen diese Entität Gott ins Spiel und du bist ja auch kein Nicht-Briefmarkensammler. Also nur damit ihr es wisst, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin nicht gläubig. Ich bin aus der Kirche ausgetreten mit, ich weiß gar nicht, vor so 2 Jahren oder so, einfach weil ich noch nie an irgendwas geglaubt habe. Ich glaube weder an einen Gott, an mehrere Götter, an Geister, an eine Seele im Menschen. Ich glaube an absolut fucking gar nichts. Ich bin Bruder Bernd Beermann, gehöre zum katholischen Orden der Kapuziner, bin 55 Jahre alt, habe Biologie und Chemie studiert und in biophysikalischer Chemie promoviert. Ich bin Matthias Nahr, ich bin bald 34 Jahre alt und ich habe auch einen YouTube-Kanal. Und dort beschäftige ich mich viel mit gesellschaftskritischen Themen. Deswegen ist auch Religion ein Thema, das mich immer wieder umtreibt. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe und desto weiter bin ich eigentlich vom Glauben weggekommen. Das heißt, im Endresultat bezeichne ich mich auch aktuell als Atheist. Ein Ordensbruder ist vielleicht nicht der beste Ansatz. Ich hätte lieber einen extrem Gläubigen gesehen, so eine Karen, die bei Monster im Logo ein satanistisches Logo sieht. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz mit dem Ordensbruder, weil erstens, der Typ sieht sehr gechillt aus und so. Und zweitens, ich weiß nicht, ob halt die extremen Fronten aneinander clashen zu lassen, wäre vielleicht ganz lustig, aber ich glaube, wenn du so unfassbar religiös bist, dann erstens würdest du das gar nicht machen, weil du denkst ja dann, hier, da sitzt der Teufel mir gegenüber, und zweitens, glaube ich, wäre das dann eine Konversation, die kannst du nicht geben, das ist dann ständiges Unterbrechen und keine Ahnung. Also diesmal hoffen wir auf entspannten Johann. Sag's mir, geh mal. Atheismus ist insofern auch ein Glaube, als dass ein Atheist genauso wenig beweisen kann, dass es Gott nicht gibt, so wie ein gläubiger Mensch nicht beweisen kann, dass es Gott gibt. Ich glaube, wenn wir Leuten beibringen, dass in gewissen Bereichen wie Religion eine unlogische Denkweise in Ordnung ist, bringen wir dann auch bei, das auf andere Bereiche anzuwenden. Und das halte ich für gefährlich und schädlich. Atheismus kann die Gefahr mit sich bringen, dass kein gutes Wertegefüge dahinter steht. Ja. Okay, interessant. Das stimmt aber. Bisschen Top Gun-mäßig, gell? Oh, du hast schon mal einen Blaumann, ne? Das war auch ein sickes Outfit so. Also er hat schon recht, dass das der positivste Aspekt an Religion ist, dass du einer gewissen moralischen Linie folgen solltest. Und in den meisten Fällen sind diese Ansätze auch wirklich sehr gut. Also sowas wie, yo, fucking lüg deine Eltern nicht an, scheiß deinem Nachbarn nicht vor die Tür, solche Geschichten halt. Und die anderen 8 Gebote. Das Gespräch findet anonymisiert statt. Alle erkennbaren Merkmale, die auf Klasse, sozialen Status und persönlichen Geschmack hinweisen, werden in diesem Experiment eliminiert. Passt. Also der eine ist baked, der eine hat Tattoos, der ist ein Hefenbruder, das ist ein Verbrecher. Und von ihm, na, die Rolex wurde ihm abgenommen. Ich habe keine konkrete 5 Erwartung. 5 Millionen Euro. Alle Leute mit Tattoos sind Verbrecher, merkt euch das. Wer mir jetzt hier entgegenkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein Priester kommt oder so. So. Hi. Hallo. Servus. Hallo ihr beiden. Ihr durchlauft jetzt 3 Runden, bei denen ihr persönliche Fragen über euch selbst beantwortet. Das Wichtigste dabei, hört einander zu. Lasst euer Gegenüber seine Geschichte erzählen. Seid offen und ehrlich. Stellt euch die folgenden Fragen im Wechsel und beantwortet sie beide. Erstens, draußen oder drinnen? Dann lieber draußen. Ich bin gerne in der Natur. Laufe. Ötzi hatte Tattoos? Ja, das kann eh auch sein. Früher haben sich die alle ja tätowiert. Also hier irgendwie so da, keine Ahnung, so ein Strich auf die Stirn bedeutet, du hast einen Hasen getötet. Gerne vom Fahrrad. Und mag
Wald und Wiese, Feld und Flur. Ich bin gerne drinnen. Ich bin fucking useless außerhalb von vier Wänden. Ich bin auch jemand, Bruder, ich krieg extrem leicht einen Sonnenbrand. Also bei mir ist nicht von weiß auf braun, sondern von mir ist weiß, rot und dann wieder weiß. Quasi richtiger Österreicher. Draußen auf jeden umgekehrt. Fall, solange es warm ist, was bei mir zu Hause nicht so häufig vorkommt. Konsum oder Verzicht? Ich würde sagen Verzicht, weil Konsum passiert ja schon automatisch. Dann ist es schwieriger zu verzichten und wahrscheinlich auch sinnvoller. Holy Konsum oder worum geht's? Das geht mir ähnlich. Verzicht ist für mich schon eine wichtige Einübung. Realist oder Träumer? Ich bin eher Realist. Nicht, dass ich nicht ab und zu mal träume, aber die Realität ist mir schon sehr wichtig. Ja, das kann ich, hätte ich genauso beantwortet. Glauben oder Wissen? Auf jeden Fall Wissen. Naja. Wissen, soweit es geht. Der Rest bleibt Glaube. Ja, es macht eh Sinn, ne? Es macht eh Sinn, dass du dir deine Welt so machst, wie sie dir gefällt. Na, dass du dir quasi die Sachen, die du nicht erklären kannst oder die generell niemand erklären kann, einfach mit gewissen Dingen füllst, so wie du dir das eben vorstellst. Und meistens ist es dann einfach so, dass du das von den Eltern mitbekommst, dass die vielleicht, keine Ahnung, römisch-katholisch sind und dann bist du auch römisch-katholisch oder du bist dann vielleicht irgendwas anderes oder du glaubst generell an, weiß nicht, irgendwas, was du dir selber quasi ausdenkst, an irgendeine höhere Form. Das sagen ja auch viele Leute, sie glauben an irgendeine höhere Form oder irgendein Lebewesen, irgendein Hirsch oder sowas, ne? Wisst ihr, was ich meine? Aber können das jetzt nicht genau festmachen. Und ich habe mir immer gewünscht, dass das bei mir auch so ist. Ich habe mir immer gewünscht, dass ich religiös bin, aber du kannst das nicht. Du kannst dir das nicht wünschen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich glaube jetzt an Gott, weil ich glaube halt einfach nicht dran. Ja. Also kurz Retalk, als Kind habe ich immer geglaubt, weil ich eigentlich in einer, wir sind nicht eine religiöse Familie, so, aber halt die meisten Mitglieder aus meiner Familie sind halt oder haben eine religiöse Zugehörigkeit. Und ich habe als Kind immer gedacht, so, ja, okay, ich glaube jetzt nicht an Gott, aber das wird dann kommen, wenn du erwachsen bist und dann wirst du erleuchtet oder irgendwie sonst was. Und es ist bei mir nie gekommen. Ich habe zu 0%, zu keinem einzigen Zeitpunkt in meinem ganzen Leben habe ich jemals daran gezweifelt, dass es nichts gibt, weißt du, was ich meine? Und ich habe so viele Leute schon kennengelernt, die gesagt haben so, yo, weiß nicht, mein Leben war scheiße und dann habe ich zu Gott gefunden und seitdem ist es so toll und es ist so schön und es macht ja auch Sinn, weil du lebst für irgendwas, du lebst für ein vielleicht schönes Leben nach dem Tod oder dafür, dass du deine Geliebten dann danach wieder sehen kannst und sowas. Und das ist halt das Problem, Bruder. Ich glaube, dass wenn ich jetzt vor die Tür steppe und ich werde überfahren von einem fetten LKW, dann ist schwarz, dann ist aus, dann ist nichts mehr. Und ich werde auch nie wieder irgendwas fühlen oder sehen oder schmecken oder sonst was. Ich bin einfach Gatsch, Bruder. Ich bin einfach Gatsch auf dieser Welt. Ich lebe nur für die Twitch-Karriere, es ist so true. Frage an beide. Wovor habt ihr Angst? Ich habe Angst nicht vom Altwerden, weil das will ja jeder, aber alt sein. Aber, das ist eine von den guten Sachen. Ich habe keine Angst davor, dass ich ein schlechter Mensch bin, weil ich kriege keine Bestrafung. YOLO, weißt du? Darauf habe ich nicht wirklich Lust. Also mein Opa ist im hohen Alter gestorben. Der hat ein super Leben auf vielen Ebenen gehabt. Und ja, da habe ich halt live miterlebt, was ja, das hohe Alter, in dem Fall Altersdemenz, wirklich auch bei einem Menschen anrichten kann. Und dass auch jemand, den man so stark bewundert hat und der auf vielen Ebenen ein Idol war, dass auch davor Krankheit, Alter nicht Halt macht. Und ja, das Schicksal, das war nicht so toll. Umgekehrt, wenn das mein Beispiel hier ist, dass ein Mensch mit über 90 Jahren gestorben ist nach vielen guten Jahren, dann sagt das auch einiges aus. Angst, also so richtig, richtig Angst kenne ich eigentlich so nicht. Warum redest du eigentlich nicht im Dialekt? Weil ich nicht im Dialekt rede, weil ich nie im Dialekt rede. Wenn. Also for real, das glauben so viele Leute und das sage ich hier gerne nochmal dazu. Meine Eltern reden genauso wie ich, genauso wie meine Freunde, genauso wie meine Lehrer, weil da, wo ich lebe, redet man einfach so. Dann geht das in eine ähnliche Richtung. Und nein, ich glaube auch nicht an Karma.
Dann geht es aber so um die Frage des Wie des Sterbens. Also gar nicht mal, dass ich sterben muss, das ist ganz klar. Aber ich könnte auch im Dialekt reden, aber das ist genauso, wie wenn ich Englisch rede. Das ist einfach nicht normal. So, das meine ich. Das Wie. Ja, da gehe ich 100% mit, ja. Frage an beide. Was macht euch glücklich? Zwei Dinge. Mit Menschen zusammen zu sein, die, mit denen ich mich gut verstehe, miteinander zu feiern. Sich abzuschießen miteinander. Eine Seite und das andere ist tatsächlich so. Ist Glaubensbruder auch so, dass du dich von Sexualität enthältst? Ich bin da vielleicht ein bisschen schlecht aufgeklärt, aber ich weiß nicht, was so ein Glaubensbruder macht den ganzen Tag. Er lebt ja wahrscheinlich in einem Kloster, ne? Was machst du da den ganzen Tag? Allein sein, ja? Aber dann tatsächlich in Natur, in einer schönen Landschaft. Da finde ich mich auch wieder, weil ich ziehe ganz viel Energie draus, wenn ich mit Leuten zusammen bin. Und das ist schön, aber man braucht auch einfach diesen Ausgleich. Also ich brauche auch viel Zeit zum Nachdenken. Und wenn ich mal nur unterwegs bin, nur unter Leuten. Okay, in der katholischen Kirche ist ein Ordensbruder jemand, der einem religiösen Orden angehört. Jetzt schreiben viele. Und Gelübde wie Armut, Keuschheit und Gehorsam abgelegt hat. Aha. Er muss broke sein oder was? Diese Brüder leben oft in Gemeinschaften, die als Klöster bekannt sind und widmen ihr Leben dem Gebet, der Arbeit und am Dienst an anderen. Damn, ist einfach ein Brokey-Mokey. Was für kein sozialer Status. Er ist einfach broke. Leuten. Und er hat keine Bitches. Fühlt man sich auch irgendwann so ein bisschen ausgelaugt. Ich sag euch ganz ehrlich, wenn das Real Talk, wenn das das Leben ist, das du führen willst und wenn dich das erfüllt, dann bin ich fucking neidisch auf dich, weil ich habe nichts. Dass ich irgendwas tue. Also nicht, ich habe nichts. Natürlich, ich habe eine Freundin, ich habe Katzen, ich habe ein schönes Leben, ich habe einen tollen Beruf und sowas, aber halt so for real, wenn dieser Typ alles verliert, dann hat er immer noch Gott und das habe ich nicht. Was sich richtig und wichtig und sinnvoll anfühlt. Also, dass mein Wirken in meinem kleinen Kosmos ja irgendwie Positives bringt. Kann ich gut mitgehen. Bisher nur Einigkeit. Oh, what's up? Schlimm. Du Süße. Oh, gar nicht. Ich mag Konsens. Sag deinem Gegenüber etwas, was du jetzt schon an ihm magst. Ich mag deine Stimme. Also, beziehungsweise deine Stimme transportiert mit deinem Wesen und wie du sprichst. So eine gewisse Ruhe. Und das finde ich sehr angenehm. Nenne eine Sache, die du und... Ich spüre auch schon die Spannung, ne? Das mit der Keuschheit, das wird schwierig. Ist deiner Meinung nach gemeinsam? Na, das ist nur Spaß. Das ist nur Spaß. Also for real. Also die Episode, da freue ich mich drauf. Ich finde die cool. Ja. Beide. Ich könnte mir vorstellen, dass wir beide irgendwas mit Menschen zu tun haben. Auch beruflich, ja. Ich sag mal beruflich, was mit Menschen zu tun haben. Fix, die wissen das ja noch gar nicht. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du irgendwo am Fließband arbeitest. Oder so. Also jetzt so, um so ein Extrem zu nennen. Okay. Okay, er glaubt, er ist Pornodarsteller oder so. Auflösung. So, ich bin Michael Bruder Bernd Beermann, gehöre zum katholischen Orden der Kapuziner, habe Biologie und Chemie studiert und in biophysikalischer Chemie promoviert. Ich schwöre, wenn er noch ein Kapuzineräffchen hätte, boah. Was also ich bin Matthias, ich bin bald 34 Jahre alt. Atheist zu sein heißt für mich, dass ich alle Religionen und alle Gottesüberzeugungen ablehne. Ich finde die in sich nicht schlüssig und bezeichne mich deswegen auch als Atheist. Glaube und Wissenschaft sind für mich insofern ganz gut miteinander vereinbar, als dass sie sich mit zwei sehr unterschiedlichen Dingen auseinandersetzen. Glaube und Wissenschaft schließen sich nicht zwangsläufig für mich aus. Ich glaube aber, dass es eine gewisse mentale Gymnastik erfordert, beides unter einen Hut zu bringen. Gott haben sich Menschen ausgedacht, um sich nicht alleine zu fühlen oder einen Schuldigen zu haben. Ich denke zwar auch so, also ohne Menschen gäbe es keinen Gott. Das, so glaube ich, aber andererseits ist es ja scheißegal. Weißt du, was ich meine? Also wenn du halt for real daran glaubst, dann ist es egal, ob das so ist oder ob es nicht so ist. Für dich ist es so. Ich bin mit 21 Jahren in den Kapuzinern. Ich denke mir sowieso, nachdem eine Person stirbt, war es das halt endgültig. Also das trifft ja in meiner Welt nicht nur auf mich zu, sondern auf alle. Aber dann hast du wenigstens ein schönes Leben gehabt und wenigstens so bist du mit dieser Hoffnung halt quasi in deinem Leben herumgelaufen. Und das ist was Nices. In den Orden eingetreten und habe nach 6 Jahren meine ewigen
Gelübde abgelegt, also bin dann für die Lebenszeit von 6 Jahren meine ewigen in den Kapuzinerorden eingetreten und habe nach 6 Jahren meine ewigen Gelübde abgelegt, also bin dann für die Lebenszeit Ordensbruder geworden. Und wir als franziskanische Ordensmenschen tragen ja keinen Gürtel aus Leder, sondern nur einen Strick. Und in diesem Strick haben wir als quasi Gedächtnisstütze drei Knoten, die uns an unsere drei Gelübde erinnern sollen, die da sind: Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Die Geschichte hat gezeigt, dass Religion missbraucht werden kann, dass sie mitunter zu schlechten Resultaten und unmenschlichem Verhalten führen kann. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dieses Risiko sollten wir verlieren. Ein Glaube ist eine Orientierungslinie, woraufhin ich leben will. Und ich denke, dass das grundsätzlich einer Gesellschaft gut tut, eine solche Orientierung zu haben. Ehrenlosigkeit, genau, das war der zweite Knopf. Ich würde sagen, die Welt wäre ohne eine Religion eine bessere Welt. Boah, das ist eine crazy Aussage. Würdet ihr denn zustimmen? Ich denke, ich hätte früher ja gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich allen Menschen auf der Erde zutrauen würde, dass sie ohne einen Sinn oder ohne diese moralische Stütze komplett richtig, unter Anführungszeichen, richtig leben würden. Ich glaube, all in all wären die Menschen wahrscheinlich, ich glaube, es wird sich nicht so extrem viel ändern, aber ein paar Ausreißer gäbe es, die einfach komplett ohne Hoffnung, ohne Geld, ohne Freunde oder sonst was auf der Welt sind und dann einfach nichts mehr sehen, keinen Grund mehr sehen, um nicht komplett durchzudrehen. Weißt du, was ich meine? Das ist das Problem. Andererseits kann das auch Religion mit dir machen. Ich habe schon vermutet, dass ich vielleicht einen Priester treffe. Du hast gesagt, du bist mit 21 eingetreten in den Orden. Ja. Da gab es bestimmt eine Geschichte oder einen Grund. Gab es einen Auslöser oder war das schon? Ach so, mit 21? Hat jemand einen Plan? Nein, ich bin, ich sag mal, katholisch sozialisiert groß geworden. Als ich Kind und Jugendlicher war, hatten wir 4 Ordensgemeinschaften in der Stadt. Ja, habe ich Ordensleute kennengelernt und bei den Kapuzinern hat es dann irgendwann mal gefunkt sozusagen. Als ich mit 21 eingetreten bin, war ich mir nicht sicher, dass ich das tatsächlich jetzt schon seit über 30 Jahren tue. Das nicht. Aber es ist wirklich interessant, wie das halt auf Menschen so, also was für Menschen auf die Idee kommen, das so auszuleben. Ich hatte damals, also mein bester Freund so aus der Kindheit, der wollte tatsächlich auch Priester werden. Da ist aber irgendein Problem. Irgendwas war da, aus welchem, also und aus dem Grund darf er das nicht machen oder er möchte es aber nicht mal machen oder irgendwie so. Aber er hat damals zu seinem irgendwie 15. Geburtstag oder sowas, aber ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Also das ist locker 15 Jahre her oder 10 Jahre her. Da hat er zum Geburtstag eine Messe halten dürfen. Und das war für mich crazy, weil für mich war das einfach gar nichts. Ich bin römisch-katholisch aufgewachsen und ich weiß gar nicht mehr, ob es bei uns gefirmt oder konfirmiert heißt, weil ein Kollege von mir ist evangelisch und ich habe das dann immer verwechselt, was der Begriff für was ist, aber quasi so, ich bin dann auch immer in die Kirche gegangen und habe so fucking, weißt du, Stempelkarte, habe ich so Punkte mir immer abgeholt und dann hast du so ein Gelübnis abgelegt oder was weiß ich was eh voll der Blödsinn ist. Ich habe das auch nur gemacht, weil man es halt macht. Ich habe niemals an Gott geglaubt oder sowas. Ich weiß nicht, also im Nachhinein eh komplett stupid. Aber ich habe mir damals schon gedacht, so, es ist eigentlich heftig und auch natürlich geil für ihn, dass er so früh schon diese Erfüllung halt in seinem Leben gefunden hat. Weißt? Also das heißt, es gibt eine Firmung katholisch, Dankeschön. Eine Exit-Strategie, weil er vorhin meint, das ist eigentlich eine lebenslange Entscheidung, aber es muss ja irgendwie auch einen Weg rausgeben, nehme ich mal an. Also wie sähe das aus? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich als Kapuziner beerdigt werde. Wer sagt, er glaubt und hat noch nie gezweifelt, dem glaube ich es nicht, das Glauben. Sorry, wenn ich das so formuliere. Ja, interessant. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, ja, Zweifel gehören auch dazu. Aber wie würdest du diesen Mechanismus erklären? Also warum entfernt sich Gott von dir oder du dich von Gott? Ich weiß nicht, in welche Richtung deine Vorstellung ist. Ich kann mich von Gott entfernen, weil
ich mit meinem Leben und meinem Kopf überall bin, aber mich nicht zurückbesinne. Es gibt Aspekte Gottes, die eben nicht so leicht zu integrieren sind. Vor allem, wenn du bist ja auch Naturwissenschaftler, hast du vorhin gesagt, studiert und promoviert. Das heißt, ich habe von ein bisschen mentaler Gymnastik, die notwendig ist, gesprochen. Wenn ich jetzt nur als Naturwissenschaftler, also wenn ich den Hut jetzt aufsetze, der reine Naturwissenschaftler, da ist Gott für mich keine Entität. Den kann ich nirgendwo reinbringen in meine Experimente. Mhm. Die Frage stelle ich aber auch gar nicht, wenn ich naturwissenschaftlich arbeite. Ich befasse mich ja mit ganz anderen Fragen. Meine Problem. Ja, stimmt, du denkst dir ja nicht, also Gott ist gerade eben nicht notwendig, aber du denkst ja trotzdem, okay, Gott hat das alles geschaffen hier, weißt du, was ich meine? Die Thematik, die ich dabei habe, ist, ja, waren alle brav. Ja, manche... Mimi hat ein neues Video gepostet, never, lol, schauen wir dann danach. Hier Menschen oder... Falls ihr das auf YouTube seht, das ist wahrscheinlich schon auf meinem Kanal gedroppt. Insbesondere Religion und Religionsvertreter eben sagen, aber wir kennen das Wesen außerhalb unseres irdischen Rahmens, außerdem, was wir untersuchen können. Und er will übrigens, dass wir diese und jene Vorgaben umsetzen. Und wenn nicht, dann passiert vielleicht was Schlimmes mit dir im Jenseits. Und da sehe ich auch so die Gefahren, die das beherbergt. Wie würdest du das bewerten? Formulier das mal ähnlich. Die Leute, die meinen, sie hätten den Herrgott in der Tasche, also die dann auch ganz genau wissen, was er so will und was er nicht will, das ist, finde ich, sehr, sehr problematisch. Jede Offenbarungsreligion hat irgendwo Grundgebote. Ja, wenn wir das Christentum anschauen, das Doppelgebot der Liebe oder, wie man es heute manchmal auch sagt, das Dreifachgebot der Liebe, liebe Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das habe ich auch mal, da habe ich mal ein Video von Cody Ko gesehen und da ging es um einen Typen, der quasi gesagt hat, oder ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, aber quasi so, yo, wie sieht deine perfekte Freundin aus? Und er hat quasi gesagt so, yo, meine perfekte Freundin, ja, wir schauen da gleich, Mimi. Meine perfekte Freundin glaubt an Gott und meine perfekte Freundin zieht Gott mir vor. So quasi im Sinne von, ey, wenn du die Wahl hast zwischen Gott und mir, dann musst du Gott nehmen, auch wenn das quasi mich benachteiligt. Und das finde ich crazy. Das finde ich crazy, dass man so denken kann. Ist natürlich nice. So, ich würde mir zum Beispiel denken, okay, wenn ich jetzt mit meiner Freundin rede, so, yo, ich habe jetzt keine Kinder, aber meine Kinder oder mich, wen würdest du da eher nehmen? Da würde ich mir auch denken, okay, hoffentlich nimmt sie halt die Kinder, weil halt so die Kinder sind dann auch für mich alles. Aber dass du halt Gott als ich sage jetzt mal, nicht bewiesenes Wesen trotzdem als wichtiger ansiehst als dich selber. Das ist für mich wild. Mit deinem ganzen Herzen, mit all deiner ganzen Kraft, mit all dem, was dich ausmacht. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, und nicht widerlegt. Ja, eben. Wenn es dann um die vielen kleinen Gebote geht, die dann immer noch hier und da, dieses sehr klein, 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 was man alles so machen muss. Und ich kenne solche Leute. Da habe ich auch meine Schwierigkeiten mit. Das ist nichts. Das ist ein Gottesbild, was Menschen einengt. Und ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Du hast in dem Video bei der Auflösung hast du die drei Knoten gezeigt. Und das stand für, ich versuche es zu rekapitulieren, Ehrenlosigkeit. Was war das? Armut und irgendwie Treue. Also Armut war, glaube ich, nicht das Wort, aber doch. Und was war das dritte? Gehorsam. Bringst du diese drei Dinge, die dich ja irgendwie einschränken oder in einer gewissen Weise Verzicht sind, mit deiner Vorstellung von dem Glauben, der nicht zu sehr einengen soll, zusammen? Die Ordensgelübde sind Gelübde, die von nur einem sehr, sehr kleinen Teil der Christenheit angenommen werden. Aber ganz kurz, kann ich jetzt zum Beispiel auch einfach so Ordensbruder werden? Weil ich schätze mal, die leben dann auch von der Kirchensteuer zum Beispiel, ne? Also ich glaube nicht, dass die dann auch nebenbei arbeiten. Also sie werden halt auch irgendeine Arbeit im Kloster dann verrichten und sowas. Das ist nicht die Frage. Aber er wird jetzt nicht, weißt du, Mechaniker sein. Oder doch? Oder lebt er von seinem eigenen Gehalt oder lebt er von der Kirche? Werden nämlich nur von Ordensleuten. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Die brauen Bier. Ich merke natürlich auch Verzicht. Ich denke, Verzicht, den man nicht merkt, ist ja irgendwie auch keiner.
Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass dieser Verzicht mir Dinge ermöglicht hat, die ich sonst so nicht getan, erlebt, wie auch immer hätte. Ich glaube nicht, dass dieser Gott, so wie ich ihn erfahren habe, Menschen einengen will oder klein machen will, sondern da geht es um das Meer, um das Große. Das ist die Basis, auf der das Ganze steht. Mhm. Glaubst du, dass wir diese Basis brauchen? Also, das ist auch Begriffe genannt wie Nächstenliebe und so weiter. Glaubst du, dass wir das brauchen als Menschen, um wirklich Nächstenliebe ausstrahlen zu können und dass jemand als Atheist davon weg ist und dazu gar nicht in der Lage ist? Nein. Ich glaube nicht, dass jemand, der sagt, ich kann mit diesem Gott nichts anfangen, deshalb nicht zur Nächstenliebe in der Lage ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass dieser Herrgott auf vielen krummen Linien gerade schreibt. Ja, also ich bin auch, wie gesagt, ich glaube ja nicht an Gott, aber ich habe trotzdem einen moralischen Kompass, der dir einfach in der Erziehung mitgegeben wird. Und es macht auch für mich keinen Sinn, auch wenn es keinen Gott für mich gibt, macht es auch für mich keinen Sinn, auf der Straße irgendwem random ins Gesicht zu schlagen, weißt du? Mhm. Und er wird es richten. Also da bin ich fest von überzeugt. Aber wenn du zum Beispiel sagst, dass man jetzt Religion oder Gott nicht zwingend braucht, um ein guter Mensch zu sein, also unter einem Aspekt wie Nächstenliebe zum Beispiel, was ist dann genau der Wert, den mir Religion zusätzlich bietet? Für mich ist die Frage nach dem sogenannten Mehrwert von Religion oder von Gott, die kriege ich gar nicht mit Gott übereinander. So verstehe ich Glaube nicht und so verstehe ich auch diesen Gott nicht. Also der muss mir nichts bringen, zwangsweise. Ich sage, was es mir bietet, das kann ich schon sagen. Für mich ist meine Religion, mein Gott, zu meinem Grundverständnis dazu. Mhm. Ich glaube auf der anderen Seite, dass das andere Leute schon... Moral ist ja nicht an Religion gekoppelt. Naja, teilweise schon. Also es gibt ja auch solche, jetzt zum Beispiel die 10 Gebote. Na, du sollst nicht lügen, du sollst nicht morden und solche Geschichten halt. Das sind schon auch irgendwo moralische Werte, die dir die Religion, ich sag jetzt mal, vorschreibt. Ne? Tobacco, Gamerin, dankeschön. Und ich finde, das ist eine gute Sache. Es ist halt immer nur schwierig, erstens, wie interpretiert man diese Vorgaben oder diese Grundsteine, wie sehr lebt man die aus und was für Opfer nimmt man dafür in Kauf? Weil ich schätze mal, die meisten Leute, die religiös sind, die sagen von sich aus, sie sind religiös und sie gehen vielleicht, I don't know, das eine oder andere Mal in die Kirche oder wenn sie denn gerade schlecht geht, dann beten sie zu Gott und sowas. Und dann gibt es halt Leute, die das mehr ausleben und die wirklich sagen, okay, ich brauche quasi dieses normale Leben nicht, sondern ich brauche nur Gott, auch wenn er mir quasi nichts gibt. Und dann gibt es Leute, die auch teilweise radikalisiert werden durch Religion. Gibt's auch, ne? Also es geht alles mögliche Richtungen. So ihre Lebensmatrix ohne Gott und ohne den Glauben zu erklären. Und wenn ich jetzt mal so dreist sein darf, ein Atheismus ist ja auch ein Glaubenssatz sozusagen. Das stimmt, aber ich mache in diesem Fall keine positive Behauptung sozusagen. Und Gläubige, die bringen diese Entität Gott ins Spiel oder eine Religion. Und du bist ja auch kein Nicht-Briefmarkensammler. Ich finde nicht, dass man sagen kann, ich glaube deswegen an Atheismus, weil Atheismus ist einfach nur... Das hätte ich jetzt genauso argumentiert. Ne? Das ist so, wie wenn du sagst, yo, ich kaufe etwas und jemand, der nicht etwas kauft, kauft ja auch. Und zwar, er kauft nichts. Deswegen ist er auch Käufer. Blödes Beispiel, aber ich würde Atheismus nicht als eine Glaubensrichtung einstufen. Ich glaube an das andere. Es ist trotzdem ein Überzeugungskonstrukt, was sich nicht beweisen lässt. So sage ich das jetzt mal. Ja, von mir ist. Genauso wenig wie das andere. Also wenn wir jetzt sagen, der Bereich Religion oder Gott ist einfach nicht erfassbar für uns, aber wir gehen, oder manche Menschen, viele gläubige Menschen gehen davon aus, dass es so ist. Warum geht es in dem Fall und warum geht es, dann können wir ja genauso sagen, auch im naturwissenschaftlichen Bereich oder in irgendwelchen anderen Bereichen, keine Ahnung, Astrologie, das ist genauso legitim wie eine Gotterfahrung. Wie verhindern wir da, dass wir irgendwie so ein falsches Denken lernen und unlogisch denken lernen im Hier und Jetzt, wo wir auf unsere Ratio irgendwo angewiesen sind? Ja, wir sind auf Ratio angewiesen, richtig. Innerhalb der Ratio kann ich... Religion ist nicht dafür da, um bewiesen zu werden. Ich finde, Religion gibt dem Leben einen weiteren Sinn, manche brauchen und manche nicht. Ja, würde ich so unterstreichen. Aber auf der anderen Seite auch nichts finden, wo ich jetzt sage, dass... Religion ist eine Grundidee, die du interpretieren kannst, wie
du es, ich sag jetzt mal, brauchst für dich selber. Das ist so ein, also die Ratio sagt, gib mir einen solchen Widerspruch, dass da ein Gott gar nicht vorkommen kann. Das ist die eine Seite. Und das andere ist... Was ist gar ein Agnostiker? Warte mal. Nein, jetzt habe ich irgendwo hingeskippt. Oh, scheiße, wo waren wir jetzt? Sagen, das ist Schwachsinn. Weil ich könnte ja alle Beispiele, die du genannt hast, das könnte ich jetzt auch auf Astrologie anwenden. Wir können nicht beweisen, dass es nicht funktioniert oder dass es nicht da ist. Und es gibt ja noch vielleicht was über den rationalen Lebensbereich hinaus und der betrifft uns auch. Und deswegen kann ich doch daran glauben. Ich sag mal so, jemand, der unbedingt daran glauben will, den werde ich nicht daran hindern können. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn unbedingt daran hindern muss. Siehst du eine andere Herangehensweise? Bei Chat wird richtig tiefsinnig bei dem Thema. Finde ich aber auch schön. Ne? Agnostiker sagt, es gibt keinen Gott oder irgendwas Definiertes, aber es gibt irgendwas. Man weiß nur nicht, was und wie. Ja, okay, das bin ich dann aber auch nicht. Agnostiker ist ein Atheist, der aber nicht ausschließt, dass es einen Gott geben könnte. Für mich ist es unausgeschlossen, dass es einen Gott gibt oder irgendetwas. Einfach weil das ist so, wie wenn du dir die vierte Dimension vorstellst. Ich kann es einfach nicht. Es geht nicht. Ich wünschte, ich könnte es. Es wäre ziemlich witzig, aber ich kann es nicht. Ich bin vielleicht zu dämlich dafür, aber ich würde niemals irgendwen dafür verurteilen, dass er an was weiß ich was glaubt. Und wie er auch gesagt hat, ist es auch gar nicht notwendig, dass du den anderen überzeugst. So, wenn meine Freundin jetzt hochreligiös wäre, wäre mir sowas von egal. Es ist mir nur wichtig, dass ich nicht zu irgendwas gezwungen werde oder dass mir irgendwas aufgedrückt oder dass versucht wird, mich zu überzeugen. Weißt du, was ich meine? Weil das mache ich halt bei auch keinem anderen. Jemand, der an Astrologie glaubt. Die Astralebene, komm halt, die Fresse. Siehst du die Parallele zu, so zumindest wie ich dich bisher verstanden habe, wie du deinen Glauben rechtfertigst? Siehst du die Ähnlichkeit? Oder für mich klingt es sogar identisch. Ich glaube, wir hätten jetzt einfach die Begriffe austauschen können und die Beweisführung wäre gleich. Also auf der Ebene kann ich da gar nicht argumentieren, will ich auch gar nicht argumentieren. Also was sagt mir Astrologie oder was sagt mir ein Horoskop? Das ist ja der Versuch, irgendwie in Zukünftiges hineinzuschauen. Ja, ein Horoskop, also, glaube ich, Religion, auch nicht. Wenn es um... Schätzt mal, by the way, alle Leute im Real Talk, die an Horoskope glauben und so, also jetzt ist nicht mal irgendwie, ihr legt falsch oder so, aber schätzt mal, was bin ich für ein Horoskop? Wenn Spiritualität geht, dann geht es nicht darum, irgendwelche Dinge im Voraus zu wissen. Wir sind ja auch hier nicht, um über Astrologie zu reden, also ich weiß, ich habe das Beispiel reingebracht, aber mein Bedenken ist aber einfach okay, wenn wir sagen, ich kann meinen Gott glauben, meinen Religionsglauben so rechtfertigen, der ist nicht greifbar, nicht erklärbar. In der Astrologie zum Beispiel ist es ähnlich. Da hätte ich halt Angst, dass wir Leuten sagen, okay, es ist legitim, von Dingen überzeugt zu sein, die wir nicht belegen können. Und wir wären uns einig, zum Beispiel im Bereich Medizin oder im Bereich experimentelle Physik, wäre es ein bisschen schlecht, wenn wir da einfach irgendwelche Sachen machen und sagen, ja, das ist ja alles irgendwie gleichwertig. Ich bin Waage, by the way. Und auch im Aszendenten, was auch immer das ist, bin ich auch Waage. Ich bin die doppelte Waage. Weil es gibt ja einfach Sachen, die wir nicht erfassen können. Und davor hätte ich Angst, ja. Gibt es denn irgendeinen Bereich, wo du siehst, dass Leute sich irgendwie auf etwas nicht Beweisbares berufen, wo du es komplett Bullshit findest und sagst, das ist gefährlich? Würde dir da was einfallen? Weil dann können wir gern darüber reden. Natürlich gibt es Aspekte von Glauben, sag ich jetzt mal, die mit der Ratio nicht vereinbar sind. Alles, was ich als Aberglaube bezeichne. Also ich habe eine Zeit lang in Italien gelebt und in Bella Italia. Wenn ich irgendetwas möchte, dann rufe ich den heiligen Antonius an. Und wenn ich das nicht kriege, dann wird die Figur des heiligen Antonius mit dem Gesicht zur Wand gedreht oder irgendwo im Garten eingebuddelt oder sonst was, bis ich das kriege, was ich von dem haben will. Das sind so Dinge, wo ich sage, also Leute. Also gehe ich voll mit. Aber wo machst du dann für dich die Trennung? Was ist Aberglaube und was ist irgendwie legitimer Glaube? Das ist für mich ganz schwierig greifbar. Für mich ist die Grenze genau da, wenn ich meine, dass ich durch das, was ich sage, was ich denke, entweder diesseitiges oder jenseitiges tatsächlich beeinflussen kann. Okay, das ist interessant. Das ist interessant. Es bedeutet dann, also ich schätze mal, er glaubt ja auch an den Himmel und an die Hölle. Er glaubt aber nicht, dass es beeinflussen kann.
Fällt dir ein Beispiel ein, wo du sagst, da ist Religion gefährlich oder könnte es sein? Und ich hätte einige Beispiele. Er hat gesagt, im Diesseits oder im Jenseits, egal was er macht oder sagt. Beispiele. Falsch verstandene Religion. Religion, die sich absolut setzt. Aber haben nicht alle Offenbarungsreligionen einen Absolutheitsanspruch? Und also wenn wir jetzt Christentum, Islam, Judentum haben, sind die eigentlich nicht miteinander kompatibel. Also abrahamitische Religionen berufen sich erstmal auf denselben Gott. Mhm. Dass jede Gemeinschaft für sich erstmal annimmt, dass sie tatsächlich den Maximalgrad an Wahrheit, ja, das ist klar, für sich in Anspruch nimmt, das gehört, glaube ich, erstmal dazu. Das heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass ich nicht tolerant sein darf. Das sind so Dinge, die man sieht, wenn Religion zu Fanatismus wird. Wenn ich also niemanden anders daneben stehen lassen kann, wenn ich niemanden anders sein lassen kann, als ich meine, dass es zu sein hat. Diese Gefahr sehe ich aber nicht nur in Religion. Diese Gefahr sehe ich in jeder Art von Weltanschauung. Die muss nicht zwangsweise religiös motiviert sein. Das Gute an so Weltanschauungen ist aber, dass du mit genügend, in den meisten Fällen mit genügend Informationen und Recherche dich auch in deiner Meinung bestätigen kannst. Sei es jetzt zum Beispiel, ich sag, yo, die Erde ist eine Scheibe. Was Blödsinn ist, weil die Erde ist obviously ein Quader, okay? Sagen wir, die Erde wäre angenommen eine Kugel oder so, irgendwas Verrücktes, ne? Dann könnte ich ganz einfach mit einer Rakete theoretisch ins Weltall fliegen und würde sehen, aha, Erde ist ein Quader. Und genau, ein Donut, ja genau. Ja, kommt drauf an halt, was für Jahreszeit gerade ist. Aber solche Geschichten halt, oder weiß ich nicht. Es ist halt immer schwierig, wie viele Ressourcen du hast. Aber es gibt, ja, auch in Politik glaubt jeder, seine Wahrnehmung ist die richtige. Jeder glaubt immer, es werden Fake News über seine Seite verbreitet. Und ich glaube, nur wenn du wirklich mal zurücksteppst und dir die ganze Situation mal exakt anschaust, dann merkst du, was die Wahrheit quasi ist. Aber du hast immer so ein bisschen so ein Bias. Ich würde dir recht geben, dass die große Gefahr sind Ideologien, egal in welcher Weise sie motiviert sind. Bei Religion sehe ich es noch etwas gefährlicher, weil im Gegensatz zu, sag ich mal, weltlichen Ideologien transportieren die Dogmen, die nicht zu hinterfragen sind. Und wenn wir zum Beispiel eine irdische, menschliche Ideologie haben, dann können wir über Konversationen darüber reden. Schau mal, was das hier anrichtet auf der Welt. Das wollen wir lieber nicht mehr haben. Und bei Religionen ist es schwieriger. Da wird uns beigebracht, Religion respektieren wir. Das ist sehr privat. Das ist jedem selber überlassen. Und what's up? Du glaubst wirklich, die Erde ist rund? Damn, das ist peinlich. Mich würde auch interessieren, wie du dann eben dort die Unterscheidung machst. Wann geht Religion zu weit? Wann ist es noch okay? Also, weil wir müssen ja eigentlich nach dieser Logik irgendwo. Ich gehe sogar noch weiter. Die Erde existiert gar nicht. Auch respektieren, wenn jemand die Bibel oder den Koran viel wörtlicher auslegt. Wer entscheidet das, ab wann es zu weit geht? Zu glauben, das ist so wortwörtlich, so wie es da steht, vom Herrgott selber runtergeschickt worden. Das macht es natürlich schwierig. Also für die Menschen, die das glauben, Dinge zu relativieren, Dinge in Kontexte reinzustellen. Weil der Kontext ist ja nur Gott, sonst ist ja kein Kontext. Hey, Gaming, Uhl spendet 5 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, sehr lieb von dir. Würdest du dann so weit gehen und das auch als Gefahr beschreiben, also diese Gefahr sehen, wenn es so wörtlich interpretiert wird und umgesetzt natürlich wird? Ja, absolut. Aber wie könnten wir gemeinschaftlich gegen eine zu wörtliche Auslegung argumentieren? Weil manche Bibelstellen, die sind sehr, sehr schwierig gerade zu ziehen, zum Beispiel wenn es jetzt ums Thema Homosexualität oder sowas geht. Nein, aber Kontextualität kann dann eine Menge helfen. Es gibt ja eine theologische Wissenschaft, die auch auf eine 2000-jährige Tradition zurückschauen kann und längere Traditionen noch zurückschauen kann. Also da ist ja schon auch eine Menge Wissen akkumuliert worden. Warum ich jetzt katholisch bin, das hat eine Menge Lebensgeschichte. Ich bin katholische Familie hineingeboren, ich bin katholisch getauft, sozialisiert, wie auch immer. Ich denke schon, dass wo Menschen irgendwie in Gemeinschaften leben, dass das irgendwie organisiert werden muss. Ja, auf jeden Fall.
Ganz kurz, A Gaming Ghoul hat geschrieben, ey, wollte auch mal ein Danke dalassen. Du rettest regelmäßig meine Abende. Ey, sehr lieb von dir. Dankeschön für die 5 Eugen. Ja, wo eine Gemeinschaft ist, da muss es irgendwas geben, was die Gemeinschaft verbindet. Sei es jetzt eine kontrollierende Einheit wie ein Staat oder eine Polizei oder sowas oder eben eine Religion. Das macht schon Sinn für mich. Ich glaube, ich hätte gerne so ein Experiment, wo du einfach nur Leute, die absolut an gar nichts glauben, auf so eine Insel verfrachtest und dann schaust, ey, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Ob diese Struktur jetzt immer so aussehen muss. Es ist halt wirklich die Frage, du kannst es halt nie wissen, was wäre die beste Richtung, in die Menschen leben könnten. Alle atheistisch, alle christlich, alle fucking, keine Ahnung, fliegende Spaghetti-Monster glaubend und sowas. Was für die katholische Kirche im Moment aussieht. Ah, danke, Finanzamt, habe ich gar nicht gelesen. Das ist eine ganz andere Frage. Könnten wir nicht eine andere Struktur finden, sagen wir, beziehen uns jetzt auf, also nicht Menschenrechte, und leben auf dieser Basis zusammen? Also glaubst du, ja, dass, das dass die Kirche auf jeden Fall Teil sein muss, Impulsgeber oder irgendwas anderes? Oder könntest du dir eine Welt vorstellen, die auch gut funktioniert, wo es die Kirche an sich nicht gibt? Jetzt mal so, darauf ist Kirche gemacht. Kirche ist die Institution, die darauf gemacht ist, sich selber überflüssig zu machen. Das glaubt sie selber. Also wenn irgendwann tatsächlich das eintritt, was wir alle erhoffen, nämlich das Reich Gottes, dann ist die Kirche überflüssig, weg. Aber dass es irgendwie sowas braucht wie Kirche in irgendeiner Form, das glaube ich schon. Ja, muss ich dann nicht mehr beten? Kann ich dann, wenn ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf Himmel, kann ich dann aufhören? Weil es auch noch genug, also Real Talk, ernst gemeinte Frage, Menschen gibt, noch, denen das in irgendeiner Form wichtig ist. Ich bin fest davon überzeugt, je weniger Menschen es geben wird, die sagen, das ist mir in irgendeiner Form wichtig, umso weniger wird die Kirche auch Einfluss haben. Ich fand beide super. Also ich habe mein Gegenüber kennengelernt als einen Menschen, der reflektiert ist, der Fragen stellt und diesen Fragen auch nachgeht. Der ist ein Lieber, oder? Ich fand das Gespräch sehr bereichernd. Aber dass es mich in meinem Glauben erschüttert hätte, kann ich jetzt nicht sagen. So Glauben, das ist ja wirklich was sehr Tiefes in einem, was sehr Persönliches. Und ja, meine Mama hat immer mit mir geschimpft, dass ich so intensiv nachfrage und die Leute so grille. Und ich bin froh, dass Bernd sich dem allen gestellt hat und ja, mir mit Geduld geantwortet hat. Aber ja, selbstverständlich habe ich meine Meinung jetzt so schnell, so auf die Schnelle nicht geändert. Aber ich glaube, in beide Richtungen kann es ja sein, dass die Saat gesät wurde. Dass ich da, ja, das sollte aber auch niemals, wie gesagt, der Ansatz sein. Versucht niemals irgendjemand anderem euer Leben aufzudrücken. So, für dich ist es vielleicht toll, ne? Aber Bruder, wie gesagt, ich habe mein ganzes Leben lang probiert, an den Gott zu glauben, der eigentlich meine Religion ist, oder an irgendwas zu glauben. Es hat einfach nie funktioniert. Wenn ich einen Knopf vor mir hätte, wo drauf steht, Digga, wenn du da jetzt drauf drückst, dann glaubst du an Gott, ich würde es sofort machen. Einfach weil ich denke, dass dieser Aspekt mir on the long run oder so an meinem Lebensabend, sage ich jetzt mal, wenn ich kurz vorm Tod bin, dass das einfach angenehmer ist. Aber ja, fucking YOLO, oder? Irgendwann mal was tut, aber stand jetzt spontan noch nicht. Also ich bin komplett fein damit, dass ich an gar nichts glaube. So, ich habe überhaupt kein Problem damit, nur ich glaube, es wäre besser auch gegangen. Echt? Hat Mimi jetzt ein neues Video? War eine interessante Erfahrung. Positiv interessant. Also ich habe heute auf jeden Fall ein Beispiel an Geduld und Ruhe gelernt, was ich mir so mitnehmen kann. Inhaltlich nicht wirklich, weil ich mich mit dem Thema schon lang genug beschäftigt habe, aber in einem wirklich so persönlichen Rahmen und intimen Gespräch, das war sehr besonders. Und ich finde vor allem schön, dass das nicht negativ emotional wurde, sondern dass Bernd so geduldig auch auf meine nachbohrenden Fragen geantwortet hat. Was ganz Neues ist mir heute eigentlich nicht entgegengekommen. Ich finde es immer wieder faszinierend, Menschen zu begegnen, die sich wirklich quasi ausschließlich über ihre Ratio verstehen. Selber fand ich, dass ich schon...
Er schaut ein bisschen aus wie Marvin Wildhage, kommt mir jetzt. Auf Lücken gestoßen bin, also zumindest war mein Eindruck. Also ich sage nicht, dass Bernd darauf keine Antworten hat, weil es sind sehr komplexe Themen und vielleicht können wir einfach nicht gut genug in die Tiefe gehen. Aber ich meine da schon ein paar logische Widersprüche gefunden zu haben. Das war hoffentlich wieder ein spannendes Gespräch. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann könnt ihr hier den Kanal abonnieren. Jetzt reißt deine Schnurrbart runter. Ja, ich bin übrigens Marvin. Na, war ein gutes Video. War wirklich ein gutes Video und war wirklich ein angenehmer Talk. Ja, wie gesagt, ich finde es immer schön, wenn jemand einen Glauben hat, ganz egal was es ist, oder auch keinen Glauben hat, und dann damit sagen kann, yo, das ist genau das Richtige für mich und ich bin zufrieden mit dem, was ich habe und generell an was ich glaube. Und das sei den beiden da auch gegönnt, ne?